Ihre Tochter begeistert derzeit das Publikum bei Let's Dance. Doch der medienübergreifende Stolz der Eltern kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Angela Ermakova derzeit nicht so gut im Gespräch mit Boris Becker ist. Es geht, wie sollte es anders sein, um die Besenkammer-Affäre. Die sogenannte Besenkammer-Affäre zwischen Boris Becker und Angela Ermakova macht auch mehr als 20 Jahre später noch Schlagzeilen. Damals brachten der Tennisstar und das Model ihre Tochter Anna Ermakova einem Luxusrestaurant in London zur Welt, übrigens nicht einem Zimmer, sondern auf einer Treppe zur Toilette, wie Becker einmal klarstellte. Doch seine neuesten Äußerungen in der kommenden Apple TV und Doku Boom. The World vs. Boris Becker über den fraglichen Abend und das allgemeine Verhältnis zu Ermakova sorgen nun für heftige Gegenreaktionen. Becker sagt in der Doku, er habe weder vor noch nach dem Abend Kontakt zu Ermakova gehabt. Auch ihre Nummer habe er nie besessen, wir sind zusammengekommen und hatten Sex und das war's. Zu diesen Aussagen findet Ermakova in der Bild-Zeitung deutliche Worte: Ich habe Boris schon im Februar getroffen, ein paar Monate vor der fraglichen Nacht. Er hat mich danach viele Male angerufen. Auch an dem Tag, als er zuletzt in Wimbledon verloren hatte, Spiel. Er wollte mich treffen. Juni 1999. Sie erklärt auch, warum Ermakova gerade jetzt auf Beckers erneute Äußerungen reagiert: Ich bin in den vergangenen Jahren nicht mehr in diesen Morast zurückgekehrt, ich habe nicht auf die Äußerungen von Boris reagiert, weil ich meiner Tochter weitere Schmerzen ersparen wollte. Ich liebe sie so, viel, viel. Aber ihr Vater leidet an verbalem Durchfall und kann 23 Jahre nach dem Ereignis immer noch nicht die Klappe halten, wenn Becker immer wieder so eine Geschichte verkaufe. Verkaufe er seine Seele, so Ermakova weiter. Es ist nicht Verhalten eines liebevollen Vaters, das er zu sein vorgibt, noch eines Mannes, der noch etwas Würde in sich hat, das habe ihm die 56-Jährige privat schon gesagt, aber sie denke, dass sie es auch öffentlich tun müsse, damit über das Karma nachdenkt, das er anzieht, wenn sich so verhält, alles nur ein Missverständnis? Immerhin gab Becker bereits 2013 in seiner Biografie Das Leben ist kein Spiel zu, Angela Ermakova vor der Nacht gekannt zu haben und nach dem ersten Kennenlernen Nummern ausgetauscht zu haben. 2003 sagte der gebürtige Russe in einem bunten Interview: Natürlich kennt er mich schon lange. Unzählige Male hat er mich angerufen.